Oh, sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder bei Souls and Survivors, dem 100% Playthrough. Und ja, kümmern wir uns jetzt mal weiter um Dalsog, dass wir die Rune kriegen. Machen wir wieder eins weiter, nehmen wir heute den Pyro. Craften uns die nächste Waffe. Wieder ein Achievement. Flamethrower. Rüsten wir auch direkt die neue Waffe aus. Starten mit Combustion. Für die Runen haben wir immer noch die üblichen Slots. Also spielen wir wieder Executioner für alle Debuffs. Core Level 1% mehr Damage, Cap bei 80%. Dafür kriegen wir weniger XP und wir nehmen mehr Loot, damit wir später hoffentlich nicht mehr so viel grinden müssen, um alles craften zu können. Den Skill Tree haben wir voll. Nach diesem Run werden wir seinen Awakening Tree, Ascension Tree unlocken. Ja. Dann ohne große Umschweife. Gehen wir bei Dalsog rein. Drei Runs noch. Sind's erwartet. So, wir fangen hier mit einem, naja, sehr interaktiven Spell an. Deswegen erstmal was trinken, um hydrated bleiben. So, ich habe die letzten Male gesagt, dass ich den optionalen Boss mache und diesmal denke ich auch dran. Und wir ticken ziemlich schnell hoch, das tickt gut. Werden wir wohl nun rein ein Feuerbild machen dieses Mal. Passt der zum Pyro. Liebe das Lied. Jetzt werden wir die nächsten paar Tage mal als erstes schon. Suchen wir mal nach Eiern. Ist fest. Area of Effect machen wir hoch, dann behalten wir den Skill halt drin. Passive Stacks die ganze Zeit. An sich bin ich absolut kein Fan von diesem Skill. Das sind andere besser, die auch Stacks verteilen und noch Zuschaden machen. Aber mal gucken, wie sie es spielen lässt. Ich habe den noch nie bis zum Ende mit behalten. Und dann nehmen wir Bloodlust mit rein, das klingt gut. Fangen wir an, Crit zu nehmen. Und holen uns den ersten Debuff. Das ist neu, ich bin blind. Liefern wir das mal ab, dass wir die Quest hier starten ordentlich. Nicht, dass da das wieder despawnt. Und weiter geht's. Da haben wir den neuen Skill, den Flamethrower. Der verteilt Melting. Stärkere Version von Burning. Und schauen wir uns kurz an, was Melting genau macht. Reduziert die Armor und macht Damage über Zeit. Also, Burning macht nur Damage über Zeit. Melting zieht noch die Armor runter. Sehr interessant. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Das ist ja auch immer nützlich. Macht der Skill überhaupt Schaden? Nee, der macht auch nur Melting drauf, aber dafür auch viele Stacks. Okay. Also, Impact Damage Mounted haben wir noch gar nicht.
Wir können ja rein über die Debuffs. Man könnte irgendwie die mal gucken, wenn ihr mitzählen wollt, wie viele Eier man braucht, aber das weiß ich nicht. Ich liefere einfach blind so viele ab, bis es halt klappt. Das reicht. Wäre mal auch interessant zu wissen. Oh mein Gott. Ich bin nicht mal stuck. Meine Güte. Stuck mich jetzt hier. Das ist ja nicht. Schande. Gucken wir uns die Debuff mit rein. Fix Damage weniger und Arcane Power, sehr schön. Uns mal Leben wieder. Letztendlich nicht jetzt schon extra Leben verlieren. Und uns einmal Agile hier mit rein. Aber die werde ich alle nicht benennen, Reroll. Golems aber mit. Jetzt nochmal kurz schneller und nehmen Multicast. Sei ab. Sieben Level, sehr schön. Nehmen wir die Arcane Sparks einmal mit rein. Okay, nehmen wir Multicast für alles. Burn. Frequency kommt dann lieber. Nehmen wir einmal mit. Crit Session, Duration brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir einmal Ice, damit wir es triggern. Might nehmen wir mit rein, auf jeden Fall. Statt den Golems. Nehmen wir die Golems raus. Keine Summons in diesem Bild. Golems sehr, sehr stark. Will ich jetzt nicht mal mitnehmen. Nehmen wir die Firewall mal mit rein. Scheint wieder visuell ein richtiger Handicap. Die Prophetin würde ich schon gerne loswerden wollen. Das ist mit den Eiern ein bisschen Itz. Area ein bisschen größer, um ins Magneten rein. Kann man nicht durch Feuer stecken. Nope.
Schön Melting hochstecken hier. Und immer aufrechterhalten, dass die ihre Defense nicht wegkriegen. Die Feuerwand ist schon ganz nett. Bleibt sehr lange stehen, ist alles voll. Visuell natürlich wieder richtig geil, rot auf rot. Da sehen wir natürlich genau, was hier überall abgeht. Wir putzen jetzt hier rein, Area of Effect machen wir es noch geiler. Eine Flame Wave. Sache, wir haben schon komplett alles, also die können auch stunnen. Nicht so bad. Erste Bloodlust. Bloodlust nur nicht. Wäre eine Überlegung wert. Moment. Raindrops sind ja am Start. Die Eier mal nicht vergessen hier. Damage, die Beams sehr schön, aber wir nehmen keine anderen Skills. Aber gut, haben wir für die Debuffs. Wir bleiben bei Feuer. Bei Level. Area of Effect für Fire, sehr schön. Relentless für alles. Und die Fire Shields, weil die einfach Feuer auch triggern können. Dann sammeln wir das Ei halt nicht ein. Der hier Gift verteilt. Jetzt. Muss weg. Oh mein Gott, dass das so lange dauert, die Eier einzusammeln. Ich krieg das Kotzen hier. Hebt doch das verdammte Ei auf, meine Güte. Dass sie es geändert haben am Anfang, als das neu war. Musste man nur hinlaufen, hat es direkt aufgehoben. Und jetzt. Oh mein Gott, ja, das war's. Jetzt muss man da nur 100 Jahre stehen bleiben. Das ist so dumm. Wie stark sind wir absolut nicht hier? Slow mal ein bisschen besser und gut.
Der Plague-Bearer muss mal besterben hier. Endlich. Level up. Damage increase für Feuer, das sehen wir gerne. Duration für den Buff. Und Damage Buff einmal. Und Damage increase für den Feuerskill. Für den Flamethrower. Ein bisschen genauer zu sein. So, das sind die letzten Bosse draußen. Jetzt müssen wir uns echt mal um die Eier kümmern. Meteorit ist nicht auch geil. Der ist sogar geiler statt der Feuerwaffe. Die Damage. Der ist jetzt so ein bisschen Area. Nehmen wir mal den Meteoriten stattdessen. Der procht ein bisschen besser Damage. Das Feuer zu verteilen ist jetzt nicht so unser Problem hier. Area ein bisschen größer bei allem. Und Multicast drin. Ich wollte Feuer nehmen, oh mein Gott. Seitlich her ist das natürlich sehr langsam, der Run. Aber ist egal, weil der optimale Boss geht immer. Und wir haben es geschafft. Können wir jetzt endlich für die Bosse gehen. Level. Weakness ist sehr wichtig, nehmen wir Crit rein und Merciless. So, das war's. Multicast für alles. Ich muss einmal Frailty rein, um das triggern.
Damage-wise sind wir nicht so insane dabei. Aber mal gucken. Das ist recht entspannt. Dieser eine Matrix, der noch passt. So, es ist ein Match da oben. Verstehe. Sehr entspannte Musik. Das ist wirklich. Absolut keine Bosskampfmusik, um ehrlich. Ist das ein Laser? Ja, du hast ihn gleich tot. Sehr, sehr entspannt. Wir nehmen den Doppelboss. Ein Skull natürlich. Jetzt hätten wir ein paar Magneten. Holt uns die Damage auf jeden Fall. Damage ist, was wir brauchen. Wir sind so unglaublich langsam. Ne. Damage. Multicast für Area, jawohl. Das war noch schneller. Level. Freddy macht Blutung, Magnet, Hit Damage,
Fatality. Ich weiß gar nicht, wie sehr wir Crit Damage überhaupt brauchen. Das ist wahrscheinlich nur für den Kometen. Weil unsere Statuseffekte ja nicht critten. Aber anyway, mehr Frailty. Das ist nur für den Kometen ist, den pushen wir hoch. Unsere Shockwave, da macht er glaube ich auch Crit Damage. Also macht sie überhaupt Damage. Machen wir es mal so. Machen wir so. Brauchen wir da aber nicht Potency und Damage. So, jetzt checken wir mal, wie wir die runterticken. Mein Stich ist zu langsam. Sieben Level, noch Magneten rein. Nee, wir nehmen mal locken. Potency. Magnet. Alles größer, mal alles größer, Damage Increase und Multicast. Kudos. Wie immer, extra Leben sind eh für Löschen. Die Gegner alle mal umfallen, das ist so witzig. Plötzlich wrecked bei uns. So, und die Level up, ein Crit rein. Na, das ist natürlich richtig witzig. Wir können sehen. Genug geslowt, dass er nicht an uns ranrennen kann. Multicast Barrier auf jeden Fall. Wir kommen nicht so ganz ran. Ah, da sprintet er. Wir haben noch nicht genug Area, dass wir da ordentlich die Debuffs verteilen können. Wir stehen auch gerade an einer richtigen Scheißposition, sind wir ehrlich. Gehen wir mal ein bisschen weg, Brady. Jetzt versuchen wir mal ein paar Meter rauskommen hier. Area ein bisschen größer. Dann plötzlich sterben so. Geht doch. Einmal ein bisschen rausholen die Gegner. Nehmen, wie viel Crit haben wir? Dann nehmen wir mal das hier. Ein Blutung, Insistent, Damage.
Multicast für alles, was Feuer hat, und Epic Speed für den Flamethrower. Müssen wir nochmal deutlich größer machen, dass wir easy hier überall Molten verteilen. Ich wollte mich gerade schon verabschieden bei euch. Der Dash ist mehr gehabt und die sind anscheinend dann immun. Richtig witzig. Sieht jetzt gar nicht so geil aus, hier noch ein Crit dran. Movement Speed und Multicast. Schauen, ob hier ein Lebenskristall spawnt. Ah, ist auch gut. Elfred angerannt. Er lasert und ist das wahrscheinlich ein Fehler, hier reinzugehen. Oh, er hat noch nicht so viel Gift verteilt. Jetzt ziehe ich mich mal ein bisschen. Nicht hierhin schon wieder. Oh, Elfred. Ja. Oh. Das darf man machen. Nicht gesehen, dass der Boss da schon angerannt kam und den Laser reingesetzt hat. Naja, hier. So. Depressing-Runde. Aber wir sind wieder weitergekommen. Achievements. Gold, Dalzok ist eins höher. Der Bild war ein bisschen unglücklich. Ein Level haben wir ihn. Wir haben mehr bekommen, aber er ist jetzt eins hoch genug. Was ist das? 21, ja. Alles andere als überzeugend. War nicht so der Banger-Run. Tatsächlich könnten wir dann nochmal. Machen wir einen Bonus-Run. Wir machen einen, den wir sacrificen, damit wir hier mal vorankommen. Gehen wir auf Dalzok rein. Nächste Stufe, Curse-Stufe 25. Und wir machen aber nur hier den. Die erste Map und dann gehen wir raus. Damit wir schneller mal zur Rune rankommen und das Video jetzt nicht nur eine halbe Stunde ist. Für alles schon mal. Je nachdem, wie schnell ich hier mit dem Run bin, mache ich danach noch einen. Dann haben wir den so voll, glaube ich. Da können wir nächstes Mal zumindest auch auf 5 rennen. Ah, stimmt, wir haben jetzt die Awakening Queen. Durch ein Upgrade. Da geht es schon mal deutlich besser. Das hat Out-Aim. Und macht gut Damage. So, holen wir uns mal hier direkt ran. Nehmen wir Meteor mit rein. Ah, schneller casten. Damage Increase, jawohl. Might erhöhen und ein bisschen Debuff. Unsere Awakening gibt es auch wie alles andere Stat Boosts und ja, diese Phönixe, die Piercing haben, Feuer verteilen oder sogar Molten. Ich muss darauf achten. Ich glaube, jeder Kill, den wir machen oder wenn Gegner brennen, dann stackt sich der Balken hoch. Healen kann ich eh noch nicht. Flamethrower wieder mit rein, dann hab ich was zum Zielen. Level. Gut. Ja. Können wir Leviathan, wir wollen hier Damage pumpen.
Chaosbomben mit rein, Damage, Debuff, Acid Rain. Mal schauen, was wir für andere Skills gerollt kriegen. Wenn die Golems kommen, nehme ich diesmal die Golems. Mal besser DPSen. Feuerbuff hier. Dann sind sie gleich tot. Das macht eine Menge Schaden, haben eine Menge Level. Expensive nehmen wir rein, Feld hier nehmen wir rein. Das sind die Golems. Ersetzen wir mit dem Rot. Slow halt. Frequency brauchen wir hierfür, das nehmen wir nicht. Expensive. Speed hier. Ja, wir sind jetzt wieder bei der Kursstufe, wo Killer spawnen. Gehen wir mal langsam hin. Wenn man nichts zu tun hat, kann man schon wegmachen. Nope. Also tankiger, frailty, crit. Bitte wird ein bisschen größer. Sind wieder die nächsten Bosse. Ein Golem tankt indirekt, das ist schön. Wir ein bisschen stehen. Ja, die Gegner wollen trotzdem richtig klein hier, ist nervt, aber ist machbar. Da muss ich jetzt kurz weg. Ja, passt schon. Und was die Level-Ups. Frequency, Meteor-Shower, Grid. Sehr schön. Was haben wir da negativ? Movement-Speed. Plus 20%. So, jetzt mehr Damage ab. Ja, das geht ab, wieso? Scherz-Skill, so eine Frailty, ein Feuer hoch. Nee, dran nehmen. Bei solchen kurzen Runs lohnt es sich dann auch für die Buffs dann doch Frequency und so ein paar Mal mehr zu nehmen, dass man die schneller voll kriegt. Auf lange Sicht nimmt man ja passiv genug für alle, Cooldown Reduction für alle Skills. Bei den kurzen hatten wir noch nicht genug Zeit. Ging sehr viel Crit hier rein, das ist sehr gut. So.
immer später ist gut, dass die alle getankt werden. Dann können wir einfach stehen und DPSen. Sehr schön. Schiff Feuer. Bisschen schneller. Die Bus verteilen hilft. So. Wird das nicht schlecht. Passt. Da war ich zu faul zu dashen. Geizig. So, Prophetin. Oh, ist ein Damage hier ab. Level. Gut, aufstecken und abstecken. Room, was sie hier hatten. Die Bosse und unsere Awakening ist gleich wieder richtig. Ja, wieder fertig. Richtig aufgeladen. Okay, immer eins und da ist das Portal. Der macht nichts, das ist gut. Nun haben wir's. So. Rekord für den Pyro. 10 Level gemacht. 9. Den Level brauchen wir noch für ihn. Aber diese Waffen. Genau, so, dann würde ich mal sagen, lassen wir es dabei. Gute Doppelstunde heute. Dafür hatten wir ein paar anderthalb Stunden Banger in letzter Zeit.
Und nächstes Mal sind wir bei Karl Dahlsog 5. Sechs brauchen wir noch. Okay, dann müssen wir es noch einmal höher machen. Ich glaube, irgendwas anderes. Egal. Auf jeden Fall sind wir schon mal eins höher. 5 ist auch gut. 40. Da gehen wir dann wieder auf den Houndmaster. Können wir die Waffe craften? Wir können die Waffe craften. Damit gehen wir rein. Den Power Blast haben wir. Und spielen dann damit als nächstes. Starten wir mit dem Backshot. Ja, Fragility verteilt. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Wünsche, irgendwelche Kommentare, irgendwas da lassen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, antworte auf alles und ja. Ich freue mich auf Suggestions für neue Runs. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ciao.